Monatelang erhält sie Hasskommentare und sogar Morddrohungen aus dem Corona-Leugner-Milieu. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ein Horrorszenario. Und das war für die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier wohl zu viel. Am Wochenende wurde sie leblos aufgefunden. Sie hat sich als Opfer alleine gelassen gefühlt. Doch was kann man tun, wenn man betroffen ist von Hass im Netz? Und welche rechtlichen Möglichkeiten hat man da? Darüber spreche ich heute mit Lukas Gottschammel von der Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Einen schönen Vormittag. Dankeschön, danke. Zuerst einmal müssen wir definieren, was genau ist Hass im Netz? Ja, da ist gleich bei der Definition ist es gleich so, dass es nicht die eine rechtliche Definition gibt. Das ist kein Rechtsbegriff in dem Sinn. Es gibt, je nachdem aus welchem Bereich man kommt, verschiedene Aspekte, auf die dann ein Fokus gelegt wird. Was ihnen gemein ist, also was allen Definitionen gemeinsam ist, ist, es geht um einen herabwürdigenden Charakter der Nachrichten. Es geht darum, jemanden anderen schlecht zu machen, jemanden anderen fertig zu machen. Es findet im Internet statt, daher die Hass-im-Netz-Dimension. Und häufig ist es noch verknüpft mit einem Vorurteilsmotiv, also das in der Person, also zum Beispiel, dass es einen rassistischen Gehalt hat, einen sexistischen Gehalt hat, wegen einer Weltanschauung geschieht, in die Richtung. Das sind Falle der Ärztin war ja die Weltanschauung quasi von den Corona-Leugnern. Könnte ein wesentliches. Die Spritzgift oder was auch immer. Ja. Und wie kommt es, dass sich Opfer alleine gelassen fühlen? Weil man kann ja mit Verwandten darüber reden. Hier, ich werde da belästigt im Internet oder es gibt ja auch Beratungsstellen. Aber es gibt immer wieder Opfer, die sagen, ich fühle mich einfach alleine gelassen. Ja, ganz eine wesentliche Frage und wichtige Frage, bei der es zentral ist, nachzudenken. Auch so als Person, die unter Umständen mal was erzählt bekommen hat. Zunächst mal ist festzuhalten, dass lange Zeit hasserfüllte Nachrichten und Drohungen zu erhalten unfassbar zermürbend, verängstigend, belastend ist. Und in so einer Situation jemanden zu finden, der das wirklich ganz mit einem aushält, das ist ein wirklicher Glücksfall, weil mit ganz aushalten meine ich, dass diese Person bereit ist, über einen längeren Zeitraum mit einem mitzugehen, und zwar über eine erste Empörung hinweg und über einen ersten oder zweiten gut gemeinten Ratschlag unter Umständen, sondern das wirklich auszuhalten gemeinsam, eine manchmal Ohnmacht, manchmal Angst, eine Ungerechtigkeit, eine Verzweiflung und dabei, bei diesem Aushalten, die Grenzen der Person, die betroffen ist, zu respektieren und in der Geschwindigkeit mitzugehen und das zu begleiten, das ist sehr, sehr herausfordernd. Wir haben manchmal Verwandte von Betroffenen in der Beratungsstelle gegen Hass im Netz anrufen und da fallen dann so Sätze, ich halte das nicht aus, warum die jetzt noch nichts tun möchte zum Beispiel. Und wieso ständig drüber redet? Oder? Ja, und dann manchmal so diese Kombination mit nicht anzeigen möchte und trotzdem belastet sein, das ist manchmal schwierig auszuhalten als Person, die nicht betroffen ist davon. Und da gibt es ganz viele Gründe und Fallstricke, wie es dazu kommen kann, dass dann so ein Gefühl von Alleinsein auftaucht, obwohl man vielleicht eh Leute hat, mit denen man reden kann. Aber es fehlt so diese Begleitung. Deswegen sind auch professionelle Angebote, die genau sowas anbieten können, ganz wichtig. Gegen Hass im Netz ist ja zum Beispiel so eine Beratungsstelle. Genau. Wenn man da jetzt hingeht, wie wird man da unterstützt? Ja. Zunächst mal ist es ein ganz individueller Prozess. Was wir grundsätzlich machen, wenn jemand anruft, ist, wir vereinbaren einen Termin, zu dem es für die Person passt, das zu erzählen und zu schildern, was vorgefallen ist. Das geht telefonisch, das geht per E-Mail, das geht auch persönlich, je nachdem was. Das gibt sehr unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Dann wird in einem Beratungsgespräch versucht, einmal den Sachverhalt zu umreißen, dass die Person Zeit hat, zu erzählen, was passiert ist. Und dann versuchen wir eben, gemeinsam zu erarbeiten, welche Ressourcen sind vorhanden, welche Motivation ist vorhanden, welche Energie hat die Person auch, was hilft der Person jetzt gerade. Und da gibt es eine Bandbreite von, ich wollte es erzählt haben und ich möchte, dass es dokumentiert ist, damit es aufscheint, hin zu, ich möchte Unterstützung haben bei einer Anzeige, weil ich sehe mich nicht raus und ich brauche Unterstützung dabei, diese 300 Nachrichten zu sortieren. Das ist so die ganze Bandbreite und dazwischen spielt sich alles ab von, okay, ich habe das alles gelöscht, kann ich das in Zukunft, wie kann ich das sichern, wie kann ich einen Screenshot machen, damit das Datum erkennbar ist, damit der Kontext erkennbar ist. Also wirklich eine große Bandbreite und ein Fokus liegt eben darauf,
zu schauen, dass das eben alles gemeinsam mit der betroffenen Person erarbeitet wird. Das ist, ja. Also das ist der persönliche Weg, den man machen kann, vor allem bei der Beratungsstelle. Wie sieht es rechtlich aus bei Hass im Netz? Ja, es gibt 3 große Rechtsbereiche. Es gibt so den strafrechtlichen Bereich, Verwaltungsrecht und Zivilrecht. Und das Phänomen Hass im Netz kann in jedem dieser Bereiche auftauchen. Es gibt nicht einen Tatbestand Hass im Netz, jetzt im Strafrecht, aber es gibt zum Beispiel Verhetzungstatbestände, es gibt Cybermobbing, Cyberstalking, Beleidigung, üble Nachrede, derartiges. Die können strafrechtlich relevant sein. Das ist was, was wir in der Beratung zum Beispiel anbieten, so eine Einschätzung, wie unsere Einschätzung ist. Letztlich entscheidet es halt dann ein Gericht. Das heißt, es kann Tatbestände geben. Cybermobbing, Cyberstalking, Verhetzung häufig, gefährliche Drohung, Beleidigungen sind häufig. Und gleichzeitig kann es im Zivilrecht beispielsweise einen Anspruch auf Unterlassung geben, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Wenn mein Name irgendwo außer Kontext verwendet wird und schlecht gemacht wird. Und da hilft auch die Beratungsstelle, dass man sieht, wo kann man eine Anzeige machen und wo kann man sich an die Polizei versuchen wir eine Orientierung zu bieten und dort, wo wir nicht selber weiter unterstützen können, möglichst einen Transfer anzubieten. Lukas Gottschammel, vielen lieben Dank. Und was wir auch noch an dieser Stelle sagen möchten, falls Sie das Gefühl haben, Sie können nicht mehr weiter, es gibt Menschen, die Ihnen helfen können, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge 142 oder Rat auf Draht 147. Vielen Dank Ihnen auch fürs Kommen. Dankeschön für die Einladung und Dankeschön. Einen schönen Vormittag. Vielen Dank. Danke. Jakob.